Hallo, ich bete nun ganz klassisch ein Vater unser, aber ein Vater unser, so wie es mir Gott, der himmlische Vater, beigebracht hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unsere täglichen Speisen gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, liebe Geschwister im Glauben, das ist ein wunderbares Gebet und es war für euch alle. Und es ist direkt in Verbundenheit mit dem obersten Gebot. Ja, liebe den Herrn, deinen Gott, mit all deiner Kraft, mit der ganzen Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzem Herzen und von ganzer Seele eben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann, an diesen zwei Geboten hängen alle Gesetze und die Propheten. Die Gesetze von Musa, also Moses, diese sind die 10 Gebote. Dann, wenn man seinen Nächsten liebt wie sich selbst, dann verhält man sich auch so, wie es korrekt ist. Und man beginnt nicht zu stehlen, beginnt nicht zu lügen und alles andere, was noch schlimmer ist. Oder Ehe zu brechen oder solche Dinge. Also wünsche ich euch Gottes Segen auf allen Wegen und der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste und mit eurer Seele. Also tschüss, Papa. Halleluja. Gepriesen sei Aschadonai, der Unzerbrechliche.